drei Themen, die in Zukunft wichtig sein werden. Und Sie zeigen uns einfach in die Kamera hinein, was Ihre Nummer eins ist. Also ich glaube im weitesten Sinne das hier. Aber eher im weitesten Sinne. Also nicht bezogen auf Social mit Social Medien, sondern auf Social, weil ich immer noch glaube, dass das Vorstellungsgespräch am Ende und das Persönliche am Bewerbungsprozess das ist, was die Zukunft sein wird. Es sind so zwei, zwischen denen ich schwanke. Ich denke, das ist der am schnell wachsendste Markt gerade aktuell. In Social Recruiting natürlich ein gängiges Thema. Wir haben halt so viele Möglichkeiten. Und das andere, was quasi ja mit beeinflusst, ist ja auch das Mobile Recruiting, was quasi in das ineinander greift. Warum? Weil ich denke, dass in dem Umfeld unheimlich viel Potenzial ist. Das Thema Active Sourcing ist zwar schon seit Jahren in aller Munde, wird von vielen Unternehmen gemacht, ist aber eine unheimlich hohe Hürde. Und bei dem Thema Social Recruiting denke ich, dass es unglaublich viele Möglichkeiten gibt, die noch nicht so, darf ich ganz platt sagen, ausgelutscht sind. Wait, does that even make sense? Yes.